So, herzlich willkommen zurück zum Let's Roleplay von Pixelmon. Wir sind wieder zurück hier am Haus. Wir haben ja das letzte Mal hier oben aufgehört. Ich habe die Gunst der Stunde genommen und hier ein bisschen geangelt im Neffer. Und dabei habe ich ein paar Sachen bekommen, wie zum Beispiel ein Witterskelettschädel und so Sachen wie Magma-Qualle. Dann mache ich noch meinen, das sieht man hier, so 32 Diamanten. Da haben wir auch schon mehr als ein Stack jetzt. Da habe ich Lazuli, Redstone. Nehmen wir mal raus. Die legen wir rein. Kohle legen wir mal rein. Und so, machen wir wieder die Blöcke draus, damit wir einfach noch Platz sparen. Und ich dachte mir, ja, wenn wir hier drüben schon das Ding haben, das Mistcraft-Zeugs, können wir auch auf der Seite oder auf der anderen Seite oder Hinterseite, genau, ein Lagerhaus bauen. Und das werde ich jetzt auch mit weniger, ja, wertvollen Blöcken machen, dass wir das schneller bauen können, weil ich habe so das Gefühl, ich baue immer zu wertvoll. Dass ich das meistens nicht sofort bauen kann und so weiter. Und ja, ich habe gedacht an Birkenholz. Und ja, werden wir dann noch sehen, was denn noch dazu. Vielleicht einfach aus Holz oder aus. Ich fände irgendwie das Lagerhaus schöner, wenn es ein bisschen dunkler wäre. Ding haben wir ja nicht. Akazienholz. Ich würde gerne Akazienholz holen. Aber wo haben wir. Ja. Wo haben wir denn. Wir müssten jetzt eigentlich hier runter. So in die Richtung, in die Richtung. Mal schauen, ob es dort wärmere Biome hat. Und währenddessen können wir ja den Arboretos, ja, leveln. Und das Mauzi. Ich würde gerne das Mauzi leveln. Das hat jetzt keine Items drin. Das bekommt wahrscheinlich nur Items, wenn man, ja, wenn sich das Gegner tötet. Ah ja, das ist alles hoch, zu hochlevelig momentan. Ich brauche einen EXP-Teil wahrscheinlich. Welches Pokémon sollte man denn angreifen? Eine Abra geht ja nicht, teleportiert sich immer. Du da? 23, das ist zu viel. Ich könnte eigentlich den direkt fangen mit deinem Hyperball oder so, aber ich habe keinen Hyperball, ich habe eine Superbär. Deshalb müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir einen Abra holen. Ah, da vielleicht das Knuffenser. Ja, ist Level 21. Ja, momentan ist einfach der Arboretos zu stark und der Vati. Deshalb müssen wir wahrscheinlich die zwei rausnehmen, damit wieder, ja, schwächere Pokémon kommen. Ich will ja sowieso momentan eher low-leveligere Pokémon fangen und. Oh. Geil. Taubos. Auch zu hoch. Ja, es ist leider wirklich so, dass die meisten Pokémon zu stark sind. Biss. Gut. Macht genug Schaden. Oh, Bidifas. Wie das heißt. Bidiza. Okay. Ja. Muss alles noch wieder ein bisschen lernen von Pokémon. Ich wurde schon angefragt, ja, wieso mache ich Pokémon und nicht normales Minecraft? Ist ja klar, ich bin halt mit Mods eher am Spielen, also habe einfach lieber Mods und dadurch einfach viel mehr Motivation. Und Pixelmon ist einfach ein super Spiel, auch wenn es, also ein Mod. Auch wenn es natürlich nicht gerade so, sagt man,
erwachsen ist. Aber meine Zuschauer sind halt meistens erwachsen. Deshalb habe ich auch noch so wenig, weil Erwachsene halt nicht immer so gerne schauen. Das ist klar. Vor allem eher, Livestreamer schauen und so, da kommt man halt nicht so gut ab, wenn man nicht livestreamen kann. So, Level 11 bist du schon, okay. Oder die Mauzi eher. Ich bin leider immer noch ein bisschen krank, immer noch Kopfschmerzen und irgendwas im Hals, Schleim vom allergischen Asthma. Komm. Geht ein bisschen weiter, er sich immer wieder zäher macht. Okay. Grazuria ist stark gegen Safkon. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist einfach eine stärkere Attacke. Level 2. Tschüss. Ja, die Fäden brauchen wir. Sollten wir mehr farmen. So, was gibst du? Honigblöcke wäre geil. Aber es gibt leider in den verschiedenen Mods keine Honigblöcke. Nein, 1.15. Okay. Spinnenaugen, ja, hat auch ein bisschen etwas mit Bienen zu tun. Ein bisschen. So. Also jetzt gehen wir aber eher auf Erkundung, weil und dann hat er da noch kein Item drin. Okay. Ich hoffe, mir geht's bald wieder besser. Ich kann jetzt leider nicht so motivierend reden. Weil ich selber nicht so motiviert bin zu reden. Aber es geht. Ich tue mir doch für euch gerne ein bisschen mehr akkulazieren. Keine Ahnung, wie es heißt. Also wir gehen zum Pokémon Center. Wenn mal der Trainer angreifen bis dann. Was ist das? Dratini, oh je. Der wird uns töten. Ich glaube, Dratini ist Vati gut für Dratini. Nee, Drachenwut ist nicht so gut. Donnerschock direkt mal. Oh. Shit. Drachenwut ist einfach zu OP. Ist Flug gut gegen Drachen? Scheinbar. Normal, okay. 12. Ich hoffe, wir schaffen ihn so. Riolu ist auch ein starkes Pokémon. Denke ich mal. Also sehr bekanntes Pokémon, das viel oft eingesetzt wird. Ich bin ja, weiß nicht. 9 Jahre gewesen, als ich Pokémon das erste Mal spielen konnte, als Rot rauskam. Die Version Rot. Und ich habe eigentlich ja eben ziemlich so Pokémon eigentlich, wie soll ich sagen, verfolgt, aber jetzt richtig das sagen können. Was gut und so Sachen ist, weiß ich natürlich noch nicht so. Also, es hat so der Anschein, ich weiß viel, aber ich weiß eher nicht so viel. Das ist klar. Okay, Pummel entwickelt sich jetzt. Also auch mal auf Level 10. Das sieht man in diesen Funken, an diesen farbigen Teilen. So, du bist auch tot. Gute Partie, sie wären stolz darauf, dass ich ein guter Sport war. Okay, das ist nicht gerade so deutsch. Du hast zwar von Zelda. Ich habe Zelda erledigt. Nein, Zelda. Prinzessin.
Oh Gott, wie das aussieht. Hä? Das ist die zweite Entwicklung, stimmt. Mochi, ich komm vom Fee. Wieso ist der grün und der andere rot? Was heißt grün? Windstoß. Oh, Knochen. Sehr gut. Knochen brauchen wir auch. Ah, das ist noch viel zu weit weg. Oh, Kokuma ist sehr gut. Windstoß. Das ist toll, dass einfach Smetbo Windstoß hat gegen Käfer-Pokémon. Auch kämpfen kann gut. Das ist doch toll. Kleines Baby-Pflänzchen, hey. Einfach wegreisen. Strobittel. Oh ja, ein bisschen trollen, nur Baby-Pokémon einsetzen. Ja, die würden wahrscheinlich zu schwach sein für Tränen und so weiter. Ja, weil viele Let's Player und Livestreamer und so, da, die haben sofort zu starke Pokémon. Macht es einfach nicht mehr so viel Spaß. Ich möchte euch eben so ein bisschen Rollenspiel gönnen, wo es einfach so ein bisschen zeigt, ja, ich zeige alles, aber immer wieder ein bisschen Abwechslung. Konfusion endlich. Fahnenschuss. Für Fahnenschuss Konfusion gelernt. Konfusion. Konfuzius. Hier ist ein eher. Ja. Kalte Biome wahrscheinlich. Okay. Oh. Da ist auch so ein. Das ist Marsupilami. Eindeutig. Definitiv. Drift Zeppelis. Cool. Ganz viele Drift Zeppelis. Mega geil. Ey, wie viel Spawn hier? Das ist ja ein Abart. Oh, ein Pinsir. Cool. Shoppet. Ah, das Weberock können wir angreifen. Sehr gut. Der hier, der Trainer auch. Smetbo gegen Smetbo. Windstoß. Hui. Nein, ich schlafe. Nein. Wieso kann ein Smetbo Level 7 Schlafpute? Ich habe gar nicht das bekommen noch. Komm bitte. Hä? Wie lange schlafen die Pokémons? 3 bis 5 oder so. Nochmal ein Schmeckbo. Nein, bitte nicht, schon wieder schlafen. Nein. Wieso haben die Level 9 schon Windstoß? Scheiße. Ich verholze jedes Pokémon. Sichlo. Okay. Agilität ist nicht so gut. Ja, okay. Er greift nicht an. Sehr gut. Nochmal Sichlo. Krautsfurie. Mega starke Attacke, auch wenn es nur zweimal trifft wie jetzt. Aber der ist noch stärker. Oh Mann, die Pokémon sind einfach zu stark. Ach nein, das ist das stärkste Pokémon. Scheiße. Ladybug, komm. Du bist shiny, du wirst gewinnen.
Mann, die Pokémon der Trainer sind immer so mega viel stärker. Es ist so nervig gemacht, dass die Pokémon vom Trainer immer Attacken viel früher bekommen können. Verwandlungen, also Entwicklungen viel früher. So. Aber Kreuzschere ist schon ein bisschen zu stark für das Level. Ich weiß nicht, was die machen. Nein. Bitte, bitte. Nein. Ja, greif mit Trugschlag an. Okay. Nie verwirrt. Nie selbst geschadet. Ich verstehe das nicht. Und jetzt? Jetzt habe ich das Game kaputt gemacht. Ja, Ladybar, du musst ausgewechselt werden. Jetzt geh mal vorwärts. Mach vorwärts. Okay. Ich cheate einfach. Ich habe leider den Mod kaputt gemacht. Hallo. Ich hätte gerne weiter gekämpft. Aber Ladybar, ja. Ladybar möchte nicht sterben. Er ist immer noch hier. Ja gut. Und jetzt? Man kann leider den Kampf nicht irgendwie verlassen werden. Dann bitte warten. Liebe Zuschauer, ich muss wahrscheinlich das resetten. Ja, ich muss das Spiel kurz neu starten. Passiert leider nichts. Na, geht auch nicht. Okay. Ich hoffe, es ist halt noch ein bisschen etwas gespeichert. Der Optifine ist drin, also es speichert ja alle 5 Minuten oder so. Tut mir leid, aber da hat irgendwie Pixelmon den Geist aufgegeben. Okay. Ladybar, bist du verpackt? Hm? Da ist noch kein Update rausgekommen, also das letzte Update ist von, ich schau mal gleich kurz nach, das letzte Update ist von, steht leider nicht, aber, ja, sicher von über einem Monat. Sollte jetzt bald noch ein größeres Update rauskommen wieder. Vor allem von den neuen Pokémon, die neuen Pokémon müssen eingefügt werden von Schwert und Schild. Und scheinbar kommt jetzt ein neues großes Update, so ein, ja, wie sagt man dem? Kann ich auch gleich noch nachschauen, solange es ladet. Wo ist das jetzt? Okay, das Update haben sie weggemacht, das, die News, ah, hier. Scheinbar kommt ein Sniper-Pokémon raus, okay. Aber genau das Artikel habe ich leider nicht. Neue Region, neue Pokémon. Es kommt ein Erweiterungspass raus, okay. Das ist wahrscheinlich wie ein DLC. Interessant. So, wo sind wir jetzt? Wo spawnen wir jetzt? Okay, hier am Fluss. Gut. Ja. Pokémon Center ist doch nicht weit weg. Deshalb gehen wir nochmal kurz zurück. Und können dann auch wieder gegen Trainer oder so. Ding. Das ist die Weiterentwicklung von Flabebe, Flanet oder Fla, irgendwas. Aber in Blau, ich dachte, das wäre rosa.
Ich dachte, die Blüte wäre rosa. Das ist kein Shiny, hä? Nö. Also, wir müssen leider kurz nochmal die Pokémon regenerieren. Ah, Ladybug hat einen KP wieder, okay. Also es ist doch nicht gestorben. Interessant. Was ist denn das für ein Stein da unten? Ein Leichtstein. Was macht ein Leichtstein? Ein Pokémon leichter oder was? Keine Ahnung. So. Wow. Hä? Ist das ein Aloha-Radfratz? Ich hoffe, die sind nicht allzu selten. Wisst ihr was? Probieren wir das zu fangen. Ich möchte gerne einen Aloha-Radfratz. Oh. Zu keep. So. Ich habe meine Pokébälle nicht mitgenommen. Mist. Wo habe ich denn die weggeworfen? Hingetan. Irgendwo in einer Kiste. Ja, die werden sicher öfters auftauchen. Hoffentlich. Also. Okay, wo gehen wir hin? In eine andere Region. Hier ist Ton, aber das nehmen wir jetzt mal nicht mit. Wir müssen irgendwo in warme Gebiete kommen. Das ist wichtig. Da haben wir noch eine Beere, Pumpkinbeere. Kenne ich noch nicht. Rosalia. Da ist nochmal ein Pokémon Center, gut. Oh, ein ganz großes Galoppa. Sehr schön. Level 42 ist ein bisschen zu stark. Ein Dorf. Sehr schön. Wunderbar. Und ein Dummiesel. Ein Wiesel, das dumm ist. Kamalat, das ist wertvoll. Okay. Gedankengut, Spuckball, Finsauer, Donnerschlag, Blubstrahl. Zu teuer. Hier könnte ich eigentlich ein paar Bockebälle oder Hyperbälle kaufen. Aber ich könnte nur einen kaufen. Deshalb, ja, Timerball wäre irgendwie interessant. Ich weiß nicht, für was das ist. Kann ich leider nicht sagen. Ja gut, gehen wir mal ins Bockercenter. Ich würde egal, brauchen wir nicht. Wechselhülle. Hallo? Wieso gibt's hier Zombies? Was ist denn los? Das Spiel ist nicht mehr, der Mod ist ein bisschen verbuggt. Ist das auch wieder ein Aloha-Mauzi? Sieht ganz anders aus. Weiß das einer, was wär's? Welches wer ist? Von diesen drei Mauzis? Oder gibt es zwei Aloha-Mauzis? Kann schon sein. Eins weiblich, eins männlich oder so. Interesting. Und wieso gibt es hier eine Krankenschwester John? Lass mich deine Pokémon heilen. Ich hab's doch gerade gemacht. Hyperheiler. Feuerheiler. Sehr gut. Auch keine Schmiede. Hier irgendwas? Nö. Hier oben irgendwas? Hallo. Interesting. Krebskorps. Piccolente. Oh Gott.
Ja, ein Pokémon, das ein bisschen erwachsener wäre, wäre cool. Ich brauche ein erwachsenes Pokémon. Also jetzt gehen wir mal. Einfach in diese Richtung weiter. Ah ja, wir müssen unbedingt Arboretos jetzt trainieren, weil dann können wir fliegen. Das ist doch viel besser, wenn wir fliegen können. Pflücker. Also ich hoffe, die dritte Entwicklung kann fliegen. Aber wenn schon die zweite Entwicklung so ein großer Vogel ist, dann kann doch die dritte Entwicklung. Ding, ich kenne gar nicht diese Entwicklung. Also ich weiß nicht, wie es sich entwickelt, wie es aussieht dann. Irgendwie ein Pokémon hat mich geschoben. Kurioses Spiel manchmal, also der Mod ist kurios manchmal. Echt verbuggt noch. Naja, die geben ja kein Leder. Ja, die geben die Wiesenbriefe, stimmt. So, jetzt müssen wir leider ein paar Sachen schon mal reintun. Oh, Sprudel habe ich auch gefunden. So. Ja, wir brauchen unbedingt die Pokébälle. Müssen wir dann holen in der nächsten Folge. Aber jetzt ist, glaube ich, die Zeit schon ein bisschen. Ja, noch 4 Minuten. Leider brauchen wir sehr viel Essen noch. Aber eben, wenn wir fliegen, müssen wir dann nicht mehr so viel essen. Eigentlich kostet das ja dann nicht mehr Essen, oder? Lockduft, okay. Stundenglas. Was ist das? Esskastanie haben wir. Nochmal ein Pokémon Center, da gehen wir jetzt mal nicht hin. Gehen lieber jetzt hier wieder mehr in die Richtung, damit wir eben ein Savannenbiom finden. Aber ja, wo? Ich sehe nur Waldstände. Müssen eventuell eine Welt erstellen, die vielleicht dann Savanne hat oder einfach die Akazienbäume. Oh ja, die gehen gut. Rasierblatt. Sehr gut. Hat sie irgendwas Neues? Isis. Hä, wieso ist Isis hier? Millet. Was ist Millet? Millet Seed. Okay. Burmi. Bauxit. Jo, dann gehen wir mal hier nach oben irgendwo, dass wir ein bisschen Ausblick haben. Diesen Vogel möchte ich eigentlich besiegen, aber ist der nicht schon ein bisschen zu stark? Hallo, wo bist du? Hä? Wie kommt man hier rein? Ah, Level 10. Chorogel. Der heißt einfach Chorogel. Choreovogel. Schwabini. Nö. Hornlio, was ist das? Kirschen, Esskastanien. Ah ja, den möchte ich besiegen. Sehr gut. Ah, oh, Karotten. So, dann gehen wir hier nach oben. Und machen im nächsten Part weiter. Mit dem Roleplay von Pixelmann, tschüss!